blühende Wiesen, eine bunte Vielfalt an Schmetterlingen, frische Luft und majestätische Ausblicke. Die Landschaft in Vorarlberg ist eine der schönsten in Österreich, unverkennbar. Ein kleiner Geheimtipp ist sicherlich die Wanderung zum romantischen Seewaldsee im Herzen Vorarlbergs. Von der Säge in der Gemeinde Fontanella aus begibt man sich auf einen wunderschönen Panoramaweg in Richtung See, mit herrlichem Blick auf das Lechquellengebirge. Wer früh genug losgeht, kann dabei zusehen, wie die Sonne über den Bergen aufgeht und das Tal in ein goldenes Licht taucht. In den Bergen ist der Sommer noch nicht so fortgeschritten wie im Tal. Und man kann eine Vielzahl an Schmetterlingen beobachten. Schachbrettfalter, Perlmuttfalter, Bläulinge und Dickkopffalter genießen die kühle Luft. Meisen suchen zwischen den Bäumen und Büschen nach Nahrung. Wenn man Glück hat, kann man sogar Felsenschwalben beobachten, die eifrig versuchen, den Hunger ihrer Brut zu stillen. Diese Vogelart ist normalerweise eher an steilen Felswänden und hohen Brücken zu finden und hier an der Hauswand sehr außergewöhnlich. Der an die Felswand geschmiegte Weg schlängelt sich durch ein Tobel leicht bergauf. Quellwasser tropft von den Wänden. Oben angekommen, bietet sich ein unvergleichlicher Blick auf den Seewaldsee. Mitten in einem Naturschutzgebiet liegt er. Märchenhaft spiegelt er das Sonnenlicht, eingebettet in einer Mulde zwischen blühenden Wiesen und Wäldern. Da die Wasserzufuhr nur gering ist, erreicht der See trotz der Höhenlage Temperaturen, die im Sommer zum Baden verlocken. Die malerische Umgebung mit der einzigartigen Naturkulisse lädt zum Verweilen ein. Auf dem See treiben Floße, die nicht nur von Menschen gerne genutzt werden. Ein sehr seltener Vogel hat sich hier auf einem Floß niedergelassen, der Flussuferläufer. Er brütet nur noch an wenigen Stellen in Vorarlberg. Der See ist mit Schilf umsäumt, in dem sich zahlreiche Insekten verstecken oder über die Wasseroberfläche tanzen. Fische tummeln sich im Wasser. Man kann Schwalben beim Trinken beobachten. In der Wasseroberfläche spiegelt sich die herrliche Bergkulisse.
Eine Wanderung zum märchenhaften Seewaldsee ist unter Garantie ein besonderes Erlebnis. Es lohnt sich, denn auf rund 1200 Metern baden im kühlen Nass an heißen Sommertagen. Was will man mehr?